Dock wird präsentiert vom neuen Toyota RAV4. 4x4 und Hybrid. Die ideale Kombination für die Schweiz. Ich habe heute den Präsidenten der Vereinigten Bundesversammlung informiert, dass ich auf Ende Jahr aus dem Bundesrat ausscheiden werde. Élu avec 125 voix. Gewählt ist mit 125 Stimmen. Madame Widmer-Schlumpf. Sie muss sich im Klaren sein, wenn sie zusagt, dann ist sie in den Augen von vielen Wählerinnen und Wählern von unserer Partei Verräterin. Ich schwöre. Wenn man jetzt zurückschaut und sieht, wo wir stehen in der Schweiz, dann ist sie meines Erachtens die beste Finanzministerin oder auch, wenn man es in wendlichen Worten würde sagen, die beste Finanzminister, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten. Zu den Kosten einer Gesetzesrevision. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwann einmal eine Gesetzesrevision gemacht haben, die keine Kosten verursacht hat. Sie hat echt die Schweiz wieder in die internationale Finanzgemeinschaft eingeführt. Wir haben involvierte Banken, die in Verletzung US-Rechts, US-Kunden bei Umgehung des amerikanischen Steuerrechts behilflich waren. Sie war eine Finanzministerin mit großem Ansehen in Europa und darüber hinaus. Sie hat natürlich eine linke Finanzpolitik getrieben, weil sie auch von denen gewählt worden ist. Sie arbeitet nüchtern, ohne große Emotionen. Sie hat es geschafft, in einer kurzen Zeit zu beweisen, wie stark sie ist, dass sie dossierfest ist, dass sie eine Krampferin ist. Ein Dorf feiert die neu gewählte Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf. Immer wenn ich wieder über die Brücke überkomme, dann denke ich, das stimmt für mich noch. Da bin ich wirklich daheim und da bin ich jetzt einfach Evelyn Widmer oder Evelyn Schlumpf oder einfach Evelyn. Der gleiche Ort, 8 Jahre später, Wahlsonntag. Die Euphorie ist verschwunden. Der lokale Präsident der Widmer-Schlumpf-Partei BDP ist ernüchtert. Die SVP überholt die BDP. Die große Überraschung, Magdalena Martullo-Blocher. Man hat schon gedacht, dass die SVP zulegen kann, aber gerade so massiv, dass es zu einem zweiten Sitz langt, das ist eigentlich überraschend. Es zählt mich natürlich sehr, dass so viele Bündner das Vertrauen in mich setzen. Ich habe gedacht, dass sie ein gutes Resultat macht, aber dass sie so deutlich gewählt wird, habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht. BDP, das hat man von Anfang an gesehen, das ist eine Partei für die Zeit. Das ist von Anfang an eigentlich ein Wahlverein für die Frau Bundesrätin Widmer-Schlumpf. Hi, jetzt geht's los. Die Tochter von Christoph Blocher, Magdalena Martullo-Blocher, ist der Star des Wahltags. Sowieso keine Chance, sondern das ist eine völlige Fehlkandidatur. Vielleicht schreiben Sie jetzt ein bisschen mal zwischen denen, wenigstens ein bisschen freundlicher. Ich habe noch nie so gelacht nach einem Wahlgang wie an dem Sonntagnachmittag. Das war für mich auch selber ein Wunder, dass sie gewählt wird. Man muss sehen, dass sie natürlich auch sehr bekannt ist im Rita. Sie ist die grösste Unternehmerin. Wenige Tage nach dem Wahlresultat der Rücktritt. Ein Interview darüber will sie dem Schweizer Fernsehen nicht mehr geben. Der Rücktritt ist zweifellos ein Folge von dem schlechten Abschneiden von der BDP, aber auch von den anderen Mitteparteien, inklusive CVP. Sie ist ohne Zweifel, in dem Moment hat sie den Rücktrittsentscheid gefällt, wo ihr klar war, sie wird keine Mehrheit mehr haben im Parlament. Wenn die BDP gut abgeschnitten hätte und die SVP verloren hätte und wir wieder eine Mitte-Links-Mehrheit hätte, wäre Frau Widmer-Schlumpf noch mal antreten, das ist klar.
Sonntagabend, wo sie auf das Wahlresultat geschaut hat, das war für sie ein schwerer Abend. Es war nicht das ausschlaggebend, das Resultat jetzt dieser Wahlen. Das ist mit ein Grund, der auch zählt, aber es war nicht der Grund, der mich dazu veranlasst hat, weil ich bereits vor den Wahlen die Diskussionen mit meiner Familie geführt habe. Rückblende Dezember 2007. Hinter dem Rücken der SVP haben Linke und Mitteparteien eine Gegenkandidatin zu Bundesrat Christoph Blocher aufgebaut. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, wir laden Sie ein, für eine Kandidatur zu stimmen, die fähig ist, einem Mann und einer rechtsextremen Partei, die alle Macht für sich will, den Weg zu versperren. Die Kandidatin heißt Evelyn Widmer-Schlumpf. Als ich morgen um 1 Uhr bin, hatte ich ein SMS von der Frau Widmer, die dann gesagt hat, ob wir uns am anderen Morgen nicht etwas früher könnten die im Büro treffen. Sie hat mich vorgängig kurz kontaktiert und von einem Gespräch mit dem Herrn Hämmerli berichtet. Ich bin damals ja auch Parteipräsidentin. Sie hat mich über das informiert, aber man hat das nicht als ein mögliches Szenario gesehen. Ich meine, wir sind ein bisschen früher ins Büro gegangen und haben erstens mal gemeinsam Nachrichten gelesen, wenn ich mich nicht täusche, um 8 oder um 7 oder irgendwann. Die Journalisten eilen zum Bahnhof Chur. Die Bündnerin Evelyn Widmer-Schlumpf ist auf dem Weg nach Bern zum SVP-Fraktionsessen, sagt sie. Auf die Frage, ob sie eine Wahl akzeptieren würde, antwortet sie: Das kann ich mir jetzt nicht sehen. Was weiß Evelyn Widmer-Schlumpf über die Geheimkandidatur? Uns hat sie gesagt, er sei nichts gewusst von dem. Da sei sie im Zug zufällig gefahren. Sie sei auf dem Zug, sie will sagen, wie das Mittagessen von der Fraktion. Was wir natürlich alle nicht geglaubt haben. Also da so hilft immer ja nicht. Ja, wir sind gemeinsam auf Bern gefahren, weil wir mit der Parteileitung eine Aussprache hatten. Nach dem Fraktionsessen wollte man mit der Parteileitung diskutieren, warum man unsere beiden Nationalräte, Brigitte Gadient und Hans-Jörg Hassler, aus den Kommissionen möchte rauswerfen. Das hat eine grosse Polemik gegeben. Und wir haben darum eine Aussprache verlangt und dann sind wir eingeladen worden an die Aussprache, die nach dem Fraktionsessen, das an diesem Tag geplant war, stattgefunden hätte. Für mich ist es ganz klar, die Bündner, Frau Widmer-Schlumpf und Frau Janum Steiner haben gewusst, dass das passieren kann, was passiert ist. Darum sind sie auf Bern gefahren, damit sie dann da ist, wenn sie gewählt ist. Elle est avec 125 voix. Gewählt ist mit 125 Stimmen. Madame Widmer-Schlumpf. Ich bin mit einem so Mini-Radio ausgerüstet. Die Frau Janum hatte ein Handy, wo sie, glaube ich, konnte Fernsehen schauen konnte. Und der Radio war vom zeitlichen Ablauf ein paar Sekunden schneller. Und ich habe dann das gehört. Und dann habe ich im Moment gedacht, habe ich jetzt richtig gehört, dass sie wirklich gewählt worden ist? Und irgend 5-6 Sekunden später war das auf dem Handy sichtbar. Und wir sind dort, ich glaube, ich kann das sagen, wirklich alle überrascht gewesen. Und auch sprachlos. Mir ist schlagartig bewusst geworden, dass es auch eine ganz schwierige Situation jetzt durch die Wahl auf uns zukommt, dass schwierige Entscheidungen bevorstehen. Also es war eine Berg- und Talfahrt der Gefühle. Thank you.
Das werde ich in wenigen Stunden offiziell dann erklären, ob ich annehme oder nicht annehme. Ich habe jetzt noch ein paar Gespräche zu führen in der nächsten Stunde. Also es ist dann irgendwann mal ein Telefon zwischen ihnen, wir sollen in Zürich aussteigen. Wir sind dann schon irgendein umgesprungen und haben gefragt, wo ist Frau Wittmann-Schlumpf? Und wir sind dann gerade direkt in so eine Limousine verfrachtet worden und sind dann Richtung Bern gefahren. Während dieser Fahrt haben wir sie gefragt, was sie jetzt macht. Und sie war eigentlich der Auffassung, dass sie auf Bern geht und die Wahl jetzt ablehnt. Worauf wir dann mit ihr das besprochen haben. Das mag ich mich erinnern, dass sie gesagt hat, jetzt gehe ich auf Bern und sage nein. Und dann haben wir gesagt, ja, das kann man machen, aber überlegt ihr das im Moment gut? Und während dieser Fahrt ist dann die Idee entstanden, dass sie sich ja noch eine Bedenkzeit geben könnte, so wie das auch schon andere gewählte Bundesräte gemacht haben. Wo sie angekommen ist auf Bern, ist sie zuerst zu mir gekommen. Ich war dort alleine gewesen, nach der Wahl, also nach der Abwahl, oder? Ist sie zu mir gekommen und dann hat sie mich gefragt, was ich machen soll. So quasi tuelos, ich bin so überrascht, was ich ihr alles nicht geglaubt habe, aber gleich hat er mitgespielt. Er hat gesagt, das musst du selber wissen. Das musst du selber wissen, was du machst. Ich beeinflusse dich nicht. Wer sich immer in diesem Spiel dort sehr korrekt verhalten hat, war der Bundesrat Blocher. Er war dort absolut nicht Parteistrateg, sondern war Bundesrat. Wochen später scheint sich die Lage beruhigt zu haben. Christoph Blocher stellt sie seinen Chefbeamten vor. Ich möchte Ihnen jetzt gerne Ihre neue Chefin, Frau Bundesrätin Wittmann-Schlumpf, vorstellen. Das ist der Bock. Das ist Monsieur Jordan. Also, alles Gute. Wie ist Ihre Kandidatur organisiert worden? Evelyn Wittmann-Schlumpf hat dies damals so erklärt. Also ich habe gehört, aber einfach so nebenbei, dass man wolle versuchen, eine Kandidatur aufzubauen, aber ohne, dass mein Name wirklich genannt wurde. Ich habe dann das so zur Kenntnis genommen und habe das als politisches Spiel, wie das hin und wieder eben in der Politik abläuft, habe ich mir das auch so vorgestellt. Ich habe dann am Dienstagabend, also vorgestern Abend, ein SMS erhalten. Das stehe zur Diskussion. Ob es dann mein Name sei oder ein anderer, wisse man noch nicht, aber das stehe zur Diskussion. Und man wolle von mir auch keine Antwort, also man erwarte keine Antwort und keine Stellungnahme. Das sei rein zu meiner Information, damit ich dann nicht irgendwie völlig überrascht wäre, wenn am Mittwochmorgen mein Name genannt würde. Ich danke Ihnen, dass Sie Doch schon bald kommen Zweifel an dieser Version auf. Wusste Evelyn Wittmann-Schlumpf tatsächlich nicht mehr? Bereitwillig geben mir damals der CVP-Parteipräsident Christoph Darbele und die SP-Fraktionspräsidentin Ursula Wies Auskunft. Das haben wir so gemacht, dass wir mit dem Nationalrat Andrea Hämmerle eine Person hatten, die geografisch, aber auch sonst nach der Frau Wittmann-Schlumpf dran ist, sie persönlich auch gut kennt und die Möglichkeit hatte, ihr in einem frühen Zeitpunkt überhaupt mal von dieser Möglichkeit, die dann noch äußerst vage war, mal zu informieren und zu schauen, wie sie auf so etwas würde reagieren. Und in der gleichen Richtung habe ich am Vorabend vor der Wahl, vor dem 12.12., ich ein paar SVP-Namen artikuliert, damit nicht der ganze Druck sich fokussiert hat und auf Frau Wittmann-Schlumpf. Am 6. März 2008 wird mein Film «Die Abwahl» ausgestrahlt. An dem Abend hatten wir ein Treffen in Meierfeld mit dem
neu gewählten Parteipräsident von der SVP Schweiz mit dem Toni Brunner. Und man hat dort noch darüber diskutiert, wie weiter gibt es eine Lösung für unsere Bundesrätin, gibt es eine Lösung für die Partei. Und weil die Delegiertenversammlung war, haben wir den Film eigentlich nicht schauen und sind dann nach dieser Versammlung, ich glaube, zu der Frau Nomsteiner heim und haben dann dort den Film noch geschaut. Wir haben den gemeinsam bei mir zu Hause angeschaut und ja, ich muss sagen, ich bin leicht entsetzt gewesen, auch überrascht über gewisse Darstellungen, über gewisse Äußerungen auch von Parlamentariern. Mir ist auch schlagartig bewusst gewesen, dass der Dokumentarfilm doch eine grosse Auswirkung haben wird und viele offene Fragen in den Raum stellt und vor allem auch Glaubwürdigkeit von unserer Bundesrätin in Frage stellt. Unsere Basis war enorm empört. Wir haben ursprünglich nur den Herrn Schmid und Frau Wittmer-Schlumpf aus der Fraktion ausgeschlossen. Dann war der Ruf, also die müssen auch ausgeschlossen werden aus der Partei. Ich Verständnis, dass man da jetzt mal einen Strich machen drunter. Und Sie müssen ja sehen. Wir sind einfach da, weil wir noch gehören wir dazu. Also das heisst, man muss, aber so wie es jetzt aussieht, müssen wir den Weg bis zum bitteren Ende, bis zum bitteren Ende gehen. Wenn das nötig ist, dann gehen wir den Weg bis zum bitteren Ende. Also Ausschluss von Ihrer Seite, kein Thema? Absolut kein Thema. Wo die SVP Schweiz realisiert hat, dass sie nicht kann als Einzelmitglied ausschliessen kann, sind wir dann als Partei aufgefordert worden, sie aus unseren Reihen auszuschliessen. Wir haben eine verdiente Regierungsrätin, die sehr viel gemacht hat für die Partei, die eine hervorragende Arbeit geleistet hat, haben wir natürlich nicht aus unserer Partei ausschliessen. Also hat man das abgelehnt. Und die Führung der Bündner Kantonalpartei hat gesagt, das können sie nicht, das machen sie nicht, dann müssen sie die ganze Partei ausschliessen. Und das war eine schwere Operation. Kann man sich auch vorstellen, eine ganze Kantonalpartei ausschliessen. Das braucht also alles. Und hinterher muss ich sagen, es ist erstaunlich, dass es so gut herausgekommen ist. Das hätte die Partei auch völlig verrissen können. Im Juni 2008, nach dem Ausschluss, gründet das Umfeld von Evelyn Wittmer-Schlumpf eine neue Partei. Im Juni irgendwann ist als erste, wenn ich mich nicht täusche, die Berner Sektion gegründet worden. Zuerst noch unter einem falschen Namen. Es hat alles relativ schnell müssen gehen. Man hat gesagt, wir heißen Bürgerliche Partei Schweiz und hat dann eigentlich erst im Nachhinein aufgrund von einer Einsprache festgestellt, dass es so eine Partei schon gegeben hat. Dann ist da wieder eine Namenfindungskommission ans Werk gegangen und hat dann schlussendlich den Namen BDP eigentlich vorgeschlagen. Frau Bundesrätin, sind Sie Mitglied von dieser neuen Partei? Also ich bin sicher Mitglied von diesen Bündner, die den Weg jetzt gehen. Und der Entscheid vom Bundesrat Schmid? Dann kommentiere ich nicht. Kommentiere ich nicht. Kurz darauf wird sie Mitglied der neuen Partei. Frau Evelyn Wittmer-Schlumpf. Und kurze Zeit später Schweizerin des Jahres. Ja, danke vielmals. Ich bin ganz gerührt. Es ja, ist für mich ein Beweis dafür, dass in diesem Land ein Haufen Leute nicht nur der Meinung sind, dass man auch harte politische Auseinandersetzungen mit Kultur, mit Respekt, mit Toleranz austragen kann. Es ist die Zeit, in der im Bundeshaus Alarmstimmung herrscht. Die Welt taumelt in die Finanzkrise. Die Großbank UBS ist am Rande des Abgrunds. Sie bittet um staatliche Rettung. Der damalige Finanzminister Hans-Rudolf Merz bricht mit einem Herzinfarkt zusammen. Evelyn Wittmer-Schlumpf übernimmt.
Der Rettungsplan ist ja schon vorgelegen, wo sie kurzfristig einspringen musste. Ihres Verdient war zweifellos. Sie hat die ganze UBS-Problematik auf den Tisch gebracht innerhalb des Bundesrates. Es hat eine Untersuchung von der GPK gegeben, die festgestellt hat, dass er Wochen, Monate lang die Situation von UBS klein geredet hat. Die ersten zwei Tage, würde ich sagen, sie hatte fast die Absicht, das Dossier fast allein vorzubereiten. Das war ihre Pflicht. Und dann habe ich mit ihr gesprochen und wir haben gesagt, nein, wir sollen zusammenarbeiten, weil es gibt viel zu koordinieren im Bundesrat und außen der Bundesrat mit der Nationalbank. Ich glaube, man muss dort Anstand haben, weil es hat nur zwei, drei gute Leute im Hintergrund gehabt. Also das hat das Team gemacht, sehr gut. Aber es braucht sicher auch einen Bundesrat, der den Mut hat, dem Team dann auch zu folgen. Und das hat sie sehr, sehr kompetent und mit einem grossen Verantwortungsbewusstsein gemacht. Ja, wenn Sie mir den lassen, ist irgendwo. Machen Sie doch. Voilà. Die sich beschleunigende Entwicklung auf den Finanzmärkten hat den Bundesrat seit Tagen, seit Wochen auch mit Sorge erfüllt. Wir haben das mit Sorge beobachtet und Sie haben das gehört, zusammen mit der EBK, zusammen mit der SNB auch Maßnahmen geprüft. Ich bin überzeugt, dass ohne Sie wäre es sehr schwierig, die UBS-Sache auf die Bühne zu bringen und mit Erfolg zu schließen. Evelyn Wittmer-Schlumpf hat da doch einen relativ grossen Anteil gehabt, dass das einigermaßen in geordneten Bahnen hat können abgewickelt werden und dass man darum gesagt hat, die Frau ist eigentlich nicht schlecht als Finanzministerin für unser Land. Ah, da sind jetzt alle, auch ich, der Meinung, die Bank muss jetzt gerettet werden. So. Wenn man die gehen lässt, reisst es auch die CS mit. Die sind in der gleichen Lage. Weil man im Ausland das Zeichen gibt, die Schweiz lässt die Grossbanken fallen. Also, und dann ist das gut gemacht und das hat sie ja gut gemacht. Also, alles ist ja nicht falsch, was sie gemacht hat. Wenn Sie eigentlich die Finanzkrisenbewältigung von der Schweiz anschauen, ist die Schweiz eigentlich das einzige Land, wo der Staat kein Geld verloren hat. Oder? Und das ist ihr und dem Team, glaube ich, zu verdanken, also im richtigen Augenblick die richtigen Sachen pragmatisch angegangen hat und nicht zu fest dogmatisch war. Wie zum Beispiel in den USA oder für Merkel in Deutschland, wo ich sehr dogmatisch reagiert hat und schlussendlich einen sehr hohen Schaden getragen hat auf Kosten des Steuerzahlers. Gewählt ist mit 131 Stimmen. Et élu avec 131 voix. Evelyn Wittmer-Schlumpf. Ich bin überzeugt, dass ihr das ganze Handeln im Bundesrat maßgebend war, dass sie wieder gewählt worden ist. Gerade eben die Rettung der UBS. Die SVP hat auch keine so eine gute Gattung gemacht. Wir haben ja dort einen Kandidaten gestellt mit dem Herrn Zuppiger, wo wir nachher müssen, glaube ich, eine Woche oder 14 Tage voran zum rausnehmen, weil er kriminelle Sachen gemacht hat. Da gibt es nichts zu wollen. Wir haben gewusst, dass unsere Bundesrätin eine sehr gute Arbeit geleistet hat und dass das sicher honoriert würde. Und entsprechend ist sie ja dann auch im ersten Wahlgang ist sie ja gewählt worden, ist auch Bundespräsidentin geworden. Und das hat uns, also die Bündner Delegation, die hier in Bern war, natürlich sehr gefreut. Evelyn Wittmer-Schlumpf hat kurz zuvor das Finanzdepartement übernommen, als Nachfolgerin des zurückgetretenen Hans-Rudolf Merz. Als Finanzminister war sie erst mal Elementin, hat man den Eindruck bekommen. Also, da ist sie en fond rausgekommen. Was ist die Unternehmensbesteuerung als solche? Dann frage ich Sie gerne. Als wir über die Abgeltungssteuer diskutiert haben, damit wir diese nicht überall übereinstimmenden Haltungen noch austarieren können. Der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble ist ein häufiger Ansprechpartner. Sie ist eben auch eine hochintelligente Frau und sie hat eine
persönliche Art. Wir sind also wirklich sehr gut ausgekommen. Außerdem ist sie auch noch Fußballfan. Ich glaube, erst recht auch auf Bundesebene war es wirklich ein Glücksfall, dass sie in das Finanzdepartement gewechselt hat. Sie hat ziemlich schnell gesehen, was alles auf uns zukommt, also was alles auf die Schweiz zukommt. Ich habe sie immer auch bei den Jahrestagen des IWF haben wir uns getroffen. Und ich weiß auch, dass die Kollegen sie sehr geschätzt haben, gerade weil sie zurückhaltend war, weil sie ein ganz großes Maß an Kompetenz hatte. Sie war respektiert und sie hatte zugleich so eine sehr sympathische Art, kompetent zu sein, ohne nun überheblich oder so aufzutreten. Und das hat bei vielen großen Respekt gefunden. In Rekordtempo peitscht sie die Vorlage Too Big to Fail durch. Es geht darum, dass sich Rettungsaktionen wie im Fall UBS nicht mehr wiederholen. Ja, geschätzte Damen und Herren, der Bundesrat hat sich heute über die Botschaft zur Stärkung der Stabilität im Finanzsektor unterhalten. In Klammer TBTF, Too Big to Fail. Wir haben gesehen in den letzten zwei Jahren, dass es erhebliche Risiken gibt für die Finanzstabilität in unserem Land. Nach dem Ständerat im Juni hat der Nationalrat heute beschlossen, dass die Großbanken gemessen an ihren risikogewichteten Aktiven über mindestens 19% Eigenkapital verfügen müssen. Im Nationalrat stellt einzig die SVP die Too-Big-to-Fail-Vorlage grundsätzlich in Frage. Die Fraktion betrachtet die schärferen Eigenmittelvorschriften als Wettbewerbsnachteil für die Großbanken. Es ist zu einer großen Finanzkrise gekommen im Jahr 2008. Das wissen Sie, 2007, 2008. Die hat schließlich in der Folge dann auch zu einer Staatsschuldenkrise geführt. Und was das ganze Tragische daran ist, es ist auch zu einer Vertrauenskrise gekommen. Vertrauenskrise in Finanzmärkte, Vertrauenskrise in die Wirtschaft. Aber die Detaillösung, die dann der Bundesrat gebracht hat, die haben wir abgelehnt, weil die hat das Problem nicht gelöst. Sie hat einfach die Eigenmittel ein bisschen getan. Und jetzt, ja, kann man das als Konkurrenznachteil sehen, dass die SVP gesehen hat. Aber das andere ist natürlich auch, das war, glaube ich, auch die Position von der Mittepartien. Oder? Mit dem Pflock hat man aber auch den Level gesetzt, weltweit. Also ich glaube, es war nachher sehr vielen auf der Welt klar gewesen, man muss mindestens an den Level hinkommen, viel darunter kannst du nicht sein. Die Schweiz war das erste Land, das Too Big to Fail Gesetzgebung in Kraft hatte und damit eine Vorreiterrolle hatte. Ich glaube, alles in allem hat der Bundesrat sie und auch die Nationalbank und Film und alles dort einen hervorragenden Job gemacht. Das Versicherungsvertragsgesetz, das ist jetzt der klassische Evelyn Wittmer-Schlumpf-Vorlage. Bis ins Detail durchreglementiert. Die Vorlage ist zu kompliziert und an vielen Stellen kaum verständlich. Die Vorlage ist überladen. Selbst ihre Parteimitglieder sind skeptisch. Einige Bedenken in Bezug auf die Revision haben wir von der BDP aber auch. Sie war außerordentlich detailversessen. Sie hat sich bis ganz tief in ihre Dossier hineingeknallt. Viel tiefer, als normalerweise ein Bundesrat das macht. Das hat einerseits den Vorteil gehabt, sie war enorm dossiersicher gewesen. Auf der anderen Seite ist natürlich intern auch kritisiert worden. Sie hat mit dem Detailwissen zum Teil auch Chefbeamte desavouiert. Sie hat sich um Sachen gekümmert, die sie nicht hat sollte, selber in die Hand nehmen. Pedantismus kann man auch positiv ausdrücken. Ich meine, man kann eigentlich nur gut verhandeln und politisieren en connaissance de cause, also im Wissen, worüber man eigentlich redet. Also das heisst, Detailtreue schadet nicht, auch wenn das natürlich gerade für den Verhandlungspartner nicht immer einfach ist, weil man dann eigentlich auf gleicher Höhe auch muss detailtreu können parieren. Vom Wesen her ist Frau Wittmer-Schlumpf eine Musterschülerin. Ihre Haupteigenschaft ist Dossierkenntnis. Das sagen Parlamentarier, Dossierkenntnis. Das ist doch keine wichtige Führungseigenschaft, Dossierkenntnis.
Wenn sie viele andere Eigenschaften in der Führung und sie hat das sie kennt, wie eine Beamtin, und dann hat sie es wollen, bis auf den Buchstaben durchsetzen. Wir haben natürlich auch in der eigenen Fraktion Parlamentarier, die das sie kennt, ist Eindruck gemacht. Vor allem die, die keine Ahnung haben vom Dossier. Er findet das Ding aber immerhin, das wissen sie Bescheid. Habe ich ihnen immer gesagt, das ist schon recht, das ist eine Selbstverständlichkeit, aber ihr müsst auf andere Eigenschaften schauen. Im Parlament stößt ihre Detailversessenheit auf Kritik. Die Mehrheit beantragt, das neue Gesetz abzulehnen. Ja bedeutet Antrag der Mehrheit. Nein bedeutet Antrag der Minderheit 2, Leutenegger-Oberholzer. Sie sind der Mehrheit gefolgt mit 130 zu 55 Stimmen bei 5 Enthaltungen. Ja, ich denke, im Moment sind die uns. Allerdings hat mir dann nachher die Zusammenarbeit der Kommission wieder sehr gut aufbauen mit ihr. Wenn etwas nicht gegangen ist, hat sie gesagt, gut, jetzt nehmen wir halt den Weg, der uns jetzt noch übrig bleibt, und hat das mit in Kombination von eben Detailtreue, Sachpolitik, hat sie einfach ihre Arbeit gemacht und am Schluss hat sie doch recht bekommen. Lex USA, das war sicher eine der grössten, wenn nicht die grösste Niederlage von ihrer Amtszeit. Merci, Madame la Présidente. Madame la Conseillère Fédérale, ce qui est surprenant. Sie hat ja in den schwärzesten Farben ausgemalt, was passieren würde, wenn man das Gesetz würde ablehnen würde. Sie hat zum Beispiel gesagt, dass Kantonalbanken könnten von den Amerikanern in Konkurs treiben werden. 14 Banken bzw. 12 Banken noch, 2 sind bereits wieder bewältigt oder erledigt. 12 Banken sind in Strafuntersuchungen mit einer Anklagedrohung des DOJ. Die Drohung ist noch nicht vollzogen, aber es besteht die Gefahr einer Strafanklage. Wenn Sie die Lex USA eigentlich zusammenfassen in einem Satz, hat es geheißen, wir machen das Gesetz. Und im Rahmen von dem Gesetz müssen sich die Banken gegenüber USA öffnen. Und es muss keine einzige Bank mehr je sagen, sie hätte irgendetwas falsch gemacht. Und das ist etwas, was wir in unserem Rechtssystem nicht kennen. Oder? In unserem Rechtssystem ist es so, dass wenn Sie einen Fehler machen, müssen Sie für den Fehler gerade stehen. Was machen wir hier eigentlich? Auf Druck eines fremden Staates machen wir einen dringlichen Bundesbeschluss. Die Mehrheit beantragt Ihnen, nicht einzutreten. Wir stimmen ab über das Eintreten. Sie sind der Mehrheit gefolgt mit 126 zu 67 Stimmen. Ja, also ich würde jetzt nicht die Wahrheit sagen, wenn ich sagen würde, ich würde mich freuen darüber, aber ich sage Ihnen klar, ich kann damit leben, es ist ein politischer Entscheid. Am 7. Uhr am Morgen ist es losgegangen, bis etwa um 5 Uhr Mittag. Haben Sie mal zusammengezählt, wie viel Sie persönlich in den Bankendeal, in die Bankenrettungsübung investiert haben, eigentlich in den letzten Tagen, Wochen, Monaten? Wir haben sehr viel Zeit investiert, um, wie wir meinen, zu einer guten Lösung zu kommen. Sie haben immer gewarnt davor, die Amerikaner könnten jetzt ein Exempel statuieren, sich eine von der Kantonalbanken zur Brust nehmen und eine Klage einleiten. Wie wahrscheinlich ist das Szenario? Ich denke, es ist wichtig, dass man einmal schaut, dass man die Kontakt kann haben, dass man auch den Amerikanern aufzeigt, was überhaupt noch möglich ist im Rahmen von dem, was der Bundesrat machen kann. Und jetzt im Nachhinein muss man korrekterweise sagen, also all die Drohungen, die dort ausgesprochen sind, oder was ist von dem übrig geblieben? Es ist jetzt regularisiert. Siehe da, nichts ist passiert nach der Ablehnung des Gesetzes. Im Gegenteil, heute sieht es so aus, als ob sämtliche Banken können mit den USA einen Deal erreichen. Sie macht weiter mit einem neuen Modell. Die Tagesschau, meine Damen und Herren, guten Abend. Jetzt ist es besiegelt, das Steuerabkommen zwischen der Schweiz und Deutschland. Für die Schweiz reiste am Nachmittag Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf nach Berlin, um das Abkommen zu unterzeichnen. Vor 2 Stunden im deutschen Finanzministerium. Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf und ihr deutscher Amtskollege Wolfgang Schäuble unterzeichnen das Abkommen, das einen dicken Strich unter den jahrelangen Steuerstreit zwischen den beiden Nachbarn ziehen soll. Nachdem wir in Deutschland unter meinem Vorgänger ein solches Abgeltungssteuermodell eingeführt hatten, lag es ja nahe, das zu nutzen, um daraus einen Weg zu finden, um diese ewigen Schwierigkeiten im bilateralen Verhältnis zu beseitigen.
Ja, dort hat man ja wirklich nicht zuletzt durch die gute Verbindung zwischen Evelyn Wittmer-Schlumpf und ihrem deutschen Kollegen, dem Finanzminister Schäuble, hat man den Eindruck gehabt, das kommt gut. Aber dass dann natürlich die Opposition, die dominiert hat im Deutschen Bundestag, dann Nein gesagt hat, das hat man müssen hinnehmen. Aber sie hat absolut recht gehabt, dass sie es versucht hat. Ich glaube, das hat einfach gezeigt, dass eine gute Idee, wenn sie zu spät ist, einfach keine gute Idee mehr ist. Aber sie ist auch nicht für sich voll einmal für die Abkommen eingestanden. Oder? Dann finde ich es auch nicht korrekt, wenn man sagt, sie sei der Totengräber vom Bankgeheimnis. Sondern man hat einfach die Abkommen nicht können durchsetzen international. Ist mir eigentlich auch klar, dass das nicht geht. Das wäre vielleicht vor 10 oder 15 Jahren gegangen. Aber dann, wenn sich die ganze Welt neu organisiert, dann kann die Schweiz nicht eine eigene Lösung bringen in dem Sinn. Aber sie hat die sehr loyal und korrekt vertreten und auch dafür gekämpft. Seit wenigen Minuten erst ist es offiziell bestätigt, Deutschland sagt definitiv Nein zum Steuerabkommen mit der Schweiz. Vorweihnachtlich friedlich die Stimmung vor dem Deutschen Bundesrat. Ganz anders drinnen, wo der Vermittlungsausschuss das Steuerabkommen mit der Schweiz definitiv beerdigt. Herr Minister, das Abkommen definitiv abgelehnt? Ja. Wenige Tage nach dem Scheitern. Evelyn Wittmer-Schlumpf denkt laut über den automatischen Informationsaustausch AIA nach. Also der automatische Informationsaustausch ist ja das Ende des Bankgeheimnisses. Mit dem automatischen Informationsaustausch liefert die Schweiz automatisch, was der Name schon sagt, Bankdaten, Bankkundendaten von Ausländern an ihre Herkunftsländer, der transparente Bankkunde. Also das ist das Ende des Bankgeheimnisses. Und für die Zukunft stellen sich verschiedene Staaten vor, dass sie den automatischen Informationsaustausch oder irgendeine Form eines Informationsaustausches möchten. Ob dann automatisch oder in welcher Form Informationsaustausch, das ist zu diskutieren. Das ist Ihre Haltung. Und damit sind wir natürlich auch gehalten, uns Überlegungen zu machen, wie könnte man unserem Anspruch oder wie kann man unserem Anspruch die Vergangenheit rechtlich korrekt im Rahmen des geltenden Rechts zu lösen, gerecht werden und gleichzeitig auch dem Anspruch genügen, dass Informationen ausgetauscht werden, die künftig verhindern, dass Steuerbetrug, Steuerhinterziehung zulasten der Herkunftsstaaten stattfinden. Das ist eine Diskussion, die wir führen und die müssen wir führen. Und dieses der Schweizer Bevölkerung als verantwortliches Regierungsmitglied zu sagen, war aus meiner Sicht ein Musterbeispiel für die Verantwortung von Politikern zu führen und Zustimmung zu etwas zu gewinnen und zu organisieren, was so ohne weiteres von vornherein nicht gegeben ist. So viel Mut braucht man in der politischen Führungsverantwortung und den hat sie bewiesen und sie war sehr erfolgreich. Evelyn Wittmer-Schlumpf ist also unter gewissen Bedingungen bereit, auf die Diskussion über den Informationsaustausch mit der EU einzusteigen. Die Empörung darüber ist zumindest bei den Bürgerlichen groß. Das kann man nicht so machen, wenn das SIF, das Staatssekretariat, eine Richtung einschlägt, jene des Bundesrates, und Frau Wittmer-Schlumpf eine andere Richtung einschlägt, dann haben wir ein gröberes Problem, vor allem gegenüber ausländischen Partnern. Hat die Finanzministerin mit diesen Äußerungen allenfalls außenpolitisch einen Flurschaden angerichtet? Auszuschließen ist es sicher nicht, auch wenn die Äußerungen der Bundespräsidentin durchaus interpretationsfähig sind. Sie widersprechen im Kern natürlich schon der offiziellen Haltung der Schweiz und die lautet nach wie vor gegenüber den EU-Staaten: Wir bieten euch die Abgeltungssteuer, im Gegenzug verzichtet ihr auf Informationen über Bankkonten in der Schweiz. Der freisinnige Parlamentarier Rohrdinoser fordert damals in einem Zeitungsinterview gar, ihr müsse das Steuerdossier entzogen werden. Man muss zu eigenen Fehlern immer stehen, oder? Ich würde sagen, das war dort vermutlich nicht das schlechteste Interview gewesen. Ich glaube, das muss man einfach ehrlicherweise auch gestehen. Das war hochemotional gewesen, an und für sich. Die Zeit, eben, ich habe gesagt, es braucht Emotionen, um Problemlösungen hinzukriegen. Ich würde das nicht als das beste Interview bezeichnen von mir. Eben, ich bin nachher auch zu einer Aussprache gegangen zu ihnen und wir haben das dann auch bereinigt miteinander. Und dann geht es Schlag auf Schlag. Der Bundesrat hat heute entschieden, bei dieser Diskussion, die läuft, ob wir dabei sind oder nicht, dabei sein zu wollen,
um auch unsere Anliegen einzubringen. Na, immerhin war das heute ein kleiner historischer Schritt. Der Bundesrat ist erstmals bereit, mit dem Ausland über den automatischen Informationsaustausch zu sprechen. Die unbeliebtesten aller Beamten von ganz Europa haben sich heute in Bern getroffen. Es sind die Steuerkommissäre. Die Steuerkommissäre blicken alle in die gleiche Richtung. Ihr Ziel ist es, Steueroasen trockenzulegen. Dazu tauschen sie sich mit ihren Kollegen aus ganz Europa aus, vor allem über den automatischen Informationsaustausch. Die Steuerkommissäre der EU-Länder setzen auf diese Informationen. Deshalb sei es wichtig, dass die Steuerverwaltungen aller Länder daran teilnehmen. Evelyn Wittmer-Schlumpf wird zwar als Gast auf dem obligaten Gruppenbild eher an den Rand gedrängt. Die Schweizer Anliegen versucht sie aber ins Zentrum zu rücken, auch beim zweiten Thema des Treffens, der Unternehmensbesteuerung. Man ist wirklich ein Stück weitergekommen, vor allem im Bereich der Diskussion über den automatischen Informationsaustausch, über das Projekt, wie man das aufgleisen will, was von uns aus gesehen die Eckwerte sein müssen. Für einmal täuschen die Bilder nicht. Das Gesprächsklima zwischen der Schweiz und Frankreich im Steuerstreit hat sich deutlich verbessert. So unterzeichneten beide Seiten ein Abkommen, das Frankreich bei der Fahndung nach Steuerflüchtlingen sogenannte Gruppenanfragen erlaubt. Im September 2015 akzeptiert der Nationalrat den automatischen Informationsaustausch. Die Welt hat sich etwas verändert in den letzten Jahren, auch im Finanzbereich. Ob man das gern hat oder nicht, ist gar nicht die Frage. Es ist nur die Frage, wie man sich hier positioniert, um für die Schweizer Wirtschaft die bestmöglichste Ausgangsposition zu haben. Zum Glück haben wir in den letzten Jahren die notwendigen Schritte gemacht. Der automatische Informationsaustausch war ja lange Zeit für die Schweiz ein No-Go. Das muss man einfach noch wissen. Und dann kam eine überholende Entwicklung, die ein bisschen mit den Vereinigten Staaten von Amerika zu tun hat. In den letzten Jahren plötzlich hat sich die Lage unheimlich verändert. Die internationale Gemeinschaft hat sich entschieden, gemäß OECD-Standard gegenseitig automatische Bankdaten zu liefern, damit die Staaten die Steuerehrlichkeit ihrer Bürger prüfen können. Es ist klar, dass dies für eine freisinnige Partei schwierige Konzepte sind. Sie haben gesehen, heute gibt es nicht einmal mehr Cayman Island und all diese Sachen. Nicht einmal die können es mehr verteidigen, oder? Das einzige Land, das heute kann an und für sich nach außen und Daten für sich behalten, ist Amerika. Alle anderen Länder werden die Daten austauschen. Und ich bin sicher, auch die Amerikaner werden früher oder später mitziehen müssen. Wenn du das falsch machen musst, musst du es ja nicht zuerst machen. Vielleicht hast du am Schluss keine andere Chance, man muss halt noch mitmachen. Aber die wollten immer noch als Erste machen, weil sie eben finden, das sei ein Tugendausweis, wenn man da mitmacht mit dem Zeug. Wir sagen natürlich, das ist eine Schande, dass wir jetzt die Freiheit preisgegeben haben. Es kann ja sein, dass es Situationen gibt, wo man nicht mehr anders kann als falsch, aber dann nicht nur gerade als Erste. Sind wir halt der Letzte und sind halt gezwungen worden da dazu. Heute schaue ich aber, das will ich klar und deutlich sagen, heute ist der Finanzplatz mit dem AIA besser aufgestellt, meiner Ansicht nach, als wenn wir jetzt immer noch im Krieg wären mit allen Ländern. Und zwar bedeutend besser. Doch nicht mit Evelyn Wittmer-Schlumpfs Erfolgen, sondern mit einer Bienenkampagne steigt die BDP in den Wahlkampf 2015. Es war gesucht, originell. Ich glaube nicht, dass die Bindekampagne gross ein Erfolg war. Und das sieht man am Wahlresultat der BDP. Es ist erfrischend auch dahergekommen, aber mit Bienen gewinnt man keine Wahlen. Ja, das Jahr 2015 ist ein Wahljahr. Das ist eher passend. Auch bei den Bienenvölkern dreht sich alles um die Königin. Und so war es auch bei der BDP. Jetzt ist die Königin aber weg. Jetzt braucht es auch das Bienenvolk nicht mehr. Also die Bienen sind überflüssig. Die Folge für BDP-Parteipräsident Martin Landolt? Ein bitterer Verlust von Stimmen am Wahlsonntag im Oktober 2015. Ja, ich bin sicher zufrieden, was das Resultat meiner Partei betrifft, in Bezug auf die Prognosen, die wir hatten und auf die Tatsache, dass wir jetzt seit 4 Jahren totgeschrieben wurden. Wir leben noch. Musik
lange Gesichter, auch bei der BDP in Chur. Nahm zuerst zum Nationalrat zur Hochrechnung punkto Wähleranteil. Die SVP erreicht 28% plus 1,4 Prozentpunkte. Es ist nach 2007 das zweitbeste Ergebnis der Partei. Applaus für Frau Matulow-Blocher. Sieber gilt bei der SVP als links, deshalb die Häme. Die SVP hat jetzt mit ein bisschen Verspätung Acht genommen für die Blocher-Abwahl und für die Wahl von Evelyn Wittem-Schlumpf. Ich habe die Entscheidung getroffen, offiziell am letzten Montag, also Montag nach den Wahlen, weil ich auch mir das Offenhalten bzw. der Partei den Rücken frei halten wollte für die Wahlen. Die Parteileitung war informiert, dass ich mir diese Gedanken mache. Vor allem aber danke ich Ihnen, Frau Bundesrätin, für all das, was Sie in 8 Jahren im Bundesrat für unser Land geleistet haben. Ich danke Ihnen für Ihre große Arbeit und Ihren unermüdlichen Einsatz. Und ich danke Ihnen für Ihre Leidenschaft, für die Lösung von Problemen und für den Respekt in der Politik. Herzlichen Dank. Und ich glaube, durch die Wiederherstellung des Status quo ante, also den wir hatten, vor 8 Jahren, kann man sich jetzt mal der Hoffnung hingeben, dass es jetzt wieder ein bisschen ruhiger wird und dass man auch die SVP wieder ein bisschen mehr in die Pflicht nehmen kann. Die drei stärksten Parteien haben jetzt zwei und die kleinste CVP hat eine. Und jetzt aber müssen wir noch schauen, was die im Bundesrat hier bringen. Also, ich habe natürlich auch den Bundesrat gesagt, aber auch den Freisinnigen. Von jetzt an ist dann fertig mit der Ausrede, es ist eben eine Mitte-Links-Regierung. Was dann falsch ist, das geht alles auf unsere Kappe. Mindestens einer von uns muss ja dann falsch stimmen. Durch das, dass Sie gesagt haben, ich kandidiere nicht mehr, hat Sie eigentlich Diskussionen frei gemacht, dass man wieder einen pragmatischen Weg suchen muss, wenn man konstruktiv weiterkommt in Zukunft. Hätte sie sich zur Wiederwahl gestellt, das heisst nicht, dass man sie abgewählt hat. Aber ich sage, die ganze Hektik, wird sie nicht abgewählt, die wäre so stark geworden, dass eigentlich das System Schweiz wieder geschadet genommen hat. Und ich tue ihr das sehr hoch anrechnen. Ich stelle mir die Frage nie in meinem Leben, ob es sich gelohnt hat oder nicht. Es ist einfach, wie es ist. Und ich denke, das ist auch das, was mir eine gewisse Gelassenheit gegeben hat in all diesen Jahren. Also ich habe mich nie gefragt, würde ich etwas noch einmal machen? Völlig nutzlose Frage. Sie können nie etwas noch einmal ändern. Sie müssen einfach vorwärts gehen und es ist im Moment, wo Sie entscheiden, ist es richtig. Und dann ist es auch am Schluss richtig, es macht keinen Sinn. Und ich denke, ja, ich habe meine Arbeit gemacht. Ich habe sie, meine ich, nicht so ganz schlecht gemacht. Wir haben verschiedene Resultate erreichen können und damit ist mein Auftrag in Anführungs- und Schlusszeichen erfüllt.
dem neuen Toyota RAV4. 4x4 und Hybrid. Die ideale Kombination für die Schweiz.